Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die 18er Rangliste heute am 21. Februar um 22:30 Uhr wollen wir Krass. gemeinsam spielen. Es ist meine 20., glaube ich, meine 20. Rangliste. Ich schaue gerade mal nach, ob 18? das auch Ja, stimmt. passe. Müsste eigentlich so sein. Und danach gibt es dann halt noch die 21. Ja, das ist Okay. meine 20. Rangliste. Mein aktueller Schnitt liegt bei 471. So, wir haben hier sieben Augen. Mal gucken, was da reinkommt. Also wir wissen schon mal, er hat nur einen Trumpf gehabt. Ich habe vier Trumpf, hat er also sechs. Herz 10 kommt da rein. Naja. 7, 21. Ah, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das ist natürlich richtig bitter, dass er da Karo Ass. Blöd. Hm. 43, 54. Ja, das war blöd. Passe. Karo Ass 18? hätten wir kriegen müssen. Ja, passe. So, schöner Skat für mich. Karo. Sechzehn. Ja, das lief einfach, das Spiel. Wir hätten sogar noch einen Stich weniger abgeben können, brauchen. Passe. Wenn ich Kreuz Junge 18. gespielt hätte im Passe. zweiten, hätten wir nur einen Stich abgegeben. So, was haben wir denn da? Ja, damit kann man Graben spielen. Ich habe Grand. kurz überlegt, ob ich die Pik Dame schwierige Entscheidung. Lass ich weg. Von oben oder von unten? Die haben erst vier, ne? Da kann ich auch von oben spielen. Vierundzwanzig. Na, sind genau 31. Ja, der König war blank. Oh, 18? die Karten sind aber Passe. gut. Passe. Oh, Wahnsinn. So ein guter Skat. Grand. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ein Riese wird. Ja, wenn Karo nicht zu dritt sitzt, ist er immer Schneider. Vielleicht fliegt da jetzt sogar schon Karo weg. Nee. Pik fliegt weg. Okay, Schneider. Hier hätte sich jetzt auch nicht gelohnt, von oben zu ziehen, weil selbst wenn die 10 blank ist, dann macht der König besetzt einen Stich. 18? Passe, passe. Ja, das ist mal ein Start nach Maß. Da kann man wirklich nicht meckern. Peak. Pik ist Trumpf. Kommen wir mit Karo raus. Gleich den Schuss gefunden. Das ist gut. Ja, mein Trumpf Ass will ich jetzt nicht gleich opfern.
Hier bei uns. Ein Siebentrümpfer. Und er hat kein Kreuz, kein Karo. Also er hat drei Herzen dabei. So viel wissen wir schon mal. Wenn er Ass 10 Lusche hat, dann kriegen wir gar keinen Stich mehr. Nee, okay. Aber wir kriegen so auch keinen Stich mehr. Er hat das Ass zu dritt. Und die Herzen stehen 2-2. Oder besser gesagt, sie standen 2-2. Passe. 18? Ja. 20? Ja. Passe. Kreuz. Oh, 5 Trümpfe gegen. Das ist ein 6-Trümpfer. Eieiei, der spielt gleich Bube, Bube. Ja. Ich gucke mal gerade. Die 10. Noch eine 10. König. Neunundfünfzig haben wir noch mal durchgekriegt, das Ding. Passe. Passe. 18. Karo. Einen Trumpfstich mache ich. Ah, so ein Mist. Da gestochen. Ja, da haben wir schon wieder einen umgebogen. Passe. 18? Ja. Passe. Der Skat war ganz gut. Kreuz. Das ist ja vielleicht eine Scheiße. Da ist der von Hause aus, hat er nur ein Karo. Meine Güte. Oh, ist das Kacke. Läuft das Spiel beschissen. Herz stand wahrscheinlich 2-2, ja. Mist. Stand die Karte schlecht, ey. Oh. 18, passe. 20, ja, passe. Gar keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Kreuz. Ja, ich muss den blanken Karo König oben lassen, dann ja. Dann habe ich eine Chance. Und die blanke Pik 10 auch.
Ja. Also mit Pik 10 blank drücken, ne? Und Karo König blank halten. Das wäre der Plan gewesen. Pik hat abgeworfen. Okay. Also ich tendiere in 6 Trümpfer. Ein Pik, 3 Karos. Kann natürlich auch ein 7-Trümpfer sein. Passe. Passe. 18. Tja. Grand. Na, es könnte sein, dass es schon das schon war, dass wir nichts mehr kriegen. Passe, passe. 18. Der vierte Bube. Tja, das ist die Frage. Den Pik mit Sechsen spielen oder den Kreuz mit Vieren? Also gehen wir mal davon aus, dass der Kreuz Schneider wird mit Vieren, Spiel 5, Schneider 6 wären 72. Und der Pik mit Sechsen, der wird nicht Schneider. Mit Sechsen Spiel 7 sind 77, ne? Dann zählt der Pik auf jeden Fall mehr. Beide Spiele sind nicht unverlierbar, aber der Peak ist annähernd unverlierbar. Dann spielen wir den Peak. Peak. Weil das Problem bei dem Kreuz ist, auch da können fünf Trümpfe gegen sein. Dann gibst du auch noch einen Trumpfstich ab. Das hast du bei dem Peak nicht. Ne? So, ich glaube, ich werde jetzt mal Herz spielen. Ja, jetzt habe ich schon gewonnen. Die müssen ja 6 Volle auf die 3 Luschen kriegen. Ne? Jetzt haben sie nur 28. Passe, passe, passe. 18, passe. 20, passe. Grand. Karo frei. Oh, der hat nur Karos. Das ist ein Ding, Schneider. Pik Junge noch Passe, im Skat. passe, Ah, da wird nicht für 0 drin liegen. Ich passe mal lieber passe. auch. Sage ich doch, dass da nicht für 0 drin liegt. 18, passe, passe. Herz. Ja, auf einen eigenen Mann schneiden im ersten Stich. Das macht man nicht.
Hätten wir nicht gewonnen, auch wenn ich Pik Ass nicht falsch geladen hätte.18? Passe. Passe. Den werde ich wohl auch nicht gewinnen. 10 Augen gedrückt. Das ist ein Pik. schlechtes Spiel. Und es kommt auch schlecht raus. Muss hier eigentlich schneiden. Wie soll ich den sonst gewinnen? Passe. 63 Glück gehabt. Passe. 18. Das muss ja ein Gang sein. Grand. 20. Wenn jede Farbe läuft, dann haben wir den gewonnen. Ja, ich krieg Bilder. Noch und nöcher. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja, da wird Ja. er wohl ein Kreuz haben. 27? Ja. 30? Ja. Passe. Ich kann nicht mehr als Herz reizen. Null. Auvers. Und der ist sogar sicher. Was hat er denn gefunden? Gucken wir mal. Kreuz Ass, Herz Dame. Ja, Kreuz Ass wäre natürlich gut gewesen. Herz Dame auch. Ich wollte Herz spielen. Ja, aber das war doch mal eine erfolgreiche Liste, ne? 600 Punkte ist gut. Ja, dass ich das Spiel verloren habe, war nicht optimal, aber ja, ist halt so. Gut, dann verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also bis dann, macht's gut. Tschüss, euer Quantus.